Was ist das Problem mit IKEA? Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und in den nächsten Minuten erzähle ich dir, welche Probleme es mit IKEA geben kann und mindestens 3 oder 4 anderen Unternehmen. Und du wirst erfahren, welche Probleme diese Unternehmen dir machen können, könnten oder vielleicht schon gemacht haben und warum du bestimmte Sachen nicht machen konntest. Aber gleich geht's zur Sache. Ich verrate dir am Ende des Videos, wie du dieses Problem auch beheben kannst. Also bleib dran. Wenn du Freunde, Bekannte, Kollegen hast, die auch ein Konto bei IKEA haben, dann solltest du dieses Video schnell teilen, denn in den nächsten 6, 7 Minuten erzähle ich dir, was IKEA für Auswirkungen auf deinen Hausbau, deinen Hauskauf und deine Hausfinanzierung haben kann. Also, Obacht! Dazu erzähle ich dir ganz kurz eine kleine Geschichte. In einem meiner letzten Seminare im letzten Herbst war das so. Da hatte ich einen Teilnehmerkreis von 20, 25 Leuten. Und da waren auch ältere, gestandene Personen, also selbstständige Unternehmer. Und ein 58-jähriger Unternehmer, der keifte mich plötzlich an. Wollen Sie behaupten, dass meine IKEA-Karte schlechten Einfluss auf meine Schufa hat? Wie gesagt, nee, das möchte ich nicht behaupten, das weiß ich. Also, was kann die IKEA-Karte, die IKEA-Business-Karte oder die IKEA-Family- oder Kundenkarte für negativen Einfluss auf deine Schufa haben? Das kann teilweise dazu führen, dass dein Schufa-Score unter 90 fällt und dann bist du für viele, viele Banken einfach schon tot. Ja, also natürlich nicht wirklich tot, aber so. Das heißt, was kannst du also machen? Welches Geheimnis bezüglich dieser 6 Buchstaben kannte dieser 58-jährige Unternehmer noch nicht? Das Geheimnis ist so erschreckend einfach, dass du am Ende dieses Videos wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wirst und sagen wirst, das kann doch gar nicht wahr sein. Damit du also diese katastrophalen Fehler nicht machst, und das dir nicht passieren kann, deshalb habe ich dieses Video für dich gemacht. Also, aufpassen! Welche 2 anderen Unternehmen könnten diese 6 Buchstaben GmbH, die übrigens komplett in privater Hand ist, katastrophal verschlechtern und den Traum von deinen eigenen 4 Wänden zum Platzen bringen? Plop. So, sieh dir dieses Video bis zum Schluss an. Am Ende des Videos zeige ich dir, wie du ganz einfach deinen Punktestand, deine Punktzahl bei diesem Unternehmen deutlich nach oben bringst. Und deshalb teilt jetzt schon mal das Video mit deinem Bruder, Schwester, Bekannten, Kollegen, netten Leuten und allen Menschen, die du magst. So, also die IKEA-Karte, solange du dort nicht direkt Cash bezahlst, sondern praktisch ein Zahlungsziel bekommst, das kann deine Schufa, wie wir hier im Norden sagen, bannig kaputt hauen. Das heißt, du hast hier einen Kredit. Das ist dir wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Ja, geht den allermeisten so. Aber da gibt es meistens, ich meine, sie heißt Ikano Bank im Hintergrund, die deine Bonität prüft und erstmal sagt, ob du für 3.000 Euro überhaupt gut bist. So, wie denkt jetzt aber der Banker? Der Banker denkt sich, der sieht Ikano Bank, dann weiß der A, irgendwie hängt die mit IKEA zusammen. Und der Banker denkt dann Folgendes, wie? Der kann sich noch nicht mal eine Einbauküche, ein Sofa oder was auch immer für 2.000 oder 3.000 Euro leisten. Das ist total tödlich. Welche anderen 4 Unternehmen gibt es sonst noch, die richtig, richtig schlechten Einfluss auf deine Hausbau, Hauskauf und Hausfinanzierungspläne haben könnten? Ja, vielleicht bestellst du hin und wieder mal im Internet. Soll ja heutzutage vorkommen. Vielleicht sagt ja der Name Klarna was. Auch hier hast du in der Regel ein Zahlungsziel. Und wenn Klarna in deiner Schufa und deine Schufa anfragt, und das machen die immer, dann geht dein Schufa-Score talwärts, ja, erdrutschartig. Ja, und erdrutschartig ist definitiv nicht positiv. So, welche weiteren Unternehmen gibt es noch, die dir da Probleme machen könnten? Vielleicht sagt dir auch der Name Otto etwas. Ja, Otto versaut Hamburg. Ja, wenn du bei Otto bestellst
und nicht per Vorauskasse. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Also ich bin kein Otto-Kunde. So, aber wenn du dort ganz normal bestellst mit einem Zahlungsziel und dich nicht hundertprozentig, und damit meine ich wirklich hundertprozentig, daran hältst und deine Rechnung pünktlich bezahlst. Also im Zweifelsfall, ich glaube, die haben 10 oder 12 Tage Zahlungsziel, also solltest du spätestens am 8. Tag überweisen oder überwiesen haben, damit da nichts passiert. Denn wenn du bei Otto deine Rechnung nicht pünktlich bezahlst, und die Definition macht Otto, nicht du, ja, also du kannst dich gut fühlen und sagen, ich habe pünktlich bezahlt, dann sagt Otto einen Tag drüber und schon geht eine, wird die Schufa angetupst, sagen wir mal so. So, dann habe ich für dich hier noch ein, das ist wirklich das Allerschlimmste. Das hat wirklich katastrophale Auswirkungen auf deinen Hausbau, auf deinen Hauskauf, auf deine Hausfinanzierungspläne. Und zwar, vielleicht hast du die Werbung schon mal gesehen, ja, Negativzins. Also du nimmst 1000 Euro auf und musst später nur 960 Euro zurückzahlen. Ich meine nach einem Jahr. Ne? Wie heißt das Ding? Smava! So, und Smava haut deine Hausbaupläne komplett kaputt. Denn wenn du das machst, dann kannst du deine Hausbau-Hauskaufpläne auf die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre komplett vergessen. Warum? Ja, weil ein Banker denkt dann, wie jetzt? Der muss jetzt irgendwie 40 Euro verdienen mit einem Kredit. Also erstmal findet ein Banker das sowieso nicht komisch, diese Negativzinsen, weil du könntest ja auf die Idee kommen, dass später deine Baufinanzierung, dass du auch dafür Zinsen kriegst, dafür, dass du dir von der Bank Geld leihst. Das findet eine Bank überhaupt nicht lustig. So, das Zweite ist, du musst bei Smava, ich glaube, 10 oder 12 Seiten intimste Fragen beantworten. Ja, das Ganze ist also eigentlich nur ein richtig, richtig großer Marketing-Gag, also fall da nicht drauf rein, tritt nicht in diese Falle. Das ist ganz, ganz brutal und ganz, ganz schlecht. Also zusammenfassend, wie kannst du deine Schufa ruinieren, indem du eine IKEA-Karte hast mit Zahlungsziel, indem du über Klarna im Internet bestellst, indem du Smava machst oder bei Otto nicht pünktlich bezahlst. So, ich wette mit dir, das wusstest du vorher nicht. Das ist auch nur ganz wenigen Insidern bekannt. Also teil das jetzt auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten, Kollegen, mit allen Leuten, die sich in den letzten 1, 2, 3 Jahren damit beschäftigt haben, ein Haus zu bauen oder zu kaufen oder zu finanzieren. Teil das Video jetzt und die werden dir dankbar sein und ich bin dir auch dankbar und lass noch ein Abo hier und bis zur nächsten Woche und Moment, stopp, halt, one more thing, eine Sache habe ich noch. Ich habe für dich gleich noch ein Video verlinkt, damit du feststellen kannst, ob auch du betroffen bist. Das heißt, hier erfährst du in ein paar Minuten, wie du mit ein paar Klicks an den richtigen Stellen bei der Schufa deine Schufa wirklich kostenlos bekommst. Die versuchen dich immer auf irgendwelche Bezahlseiten zu kriegen, ja, wo du 3 Euro, 5 Euro oder 9 Euro im Monat zahlst. Das brauchst du nicht. Hol dir einmalig deine Schufa, hol sie dir kostenlos, guck dir das Video an und jetzt teil das Video noch und ich sehe dich im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao, tschüss.